doch bitte mit, ja. Flieg mit mir heute nach Havana. Fliege nach Athen, nur um dich zu sehen. Keiner so schön wie du. Zu viele Fantasien in meinem Kopf. Leute, neues Pack-Opening hier auf meinem Kanal. Lasst gerne ein Like da, macht die 1000 Likes voll, wenn ihr weiter Bock habt auf neue Pack-Openings. Ich würde mich sehr freuen, Leute. Also lasst gerne ein Like da, abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten. Ja, aktiviert einfach die Glocke, kriegt in Zukunft immer eine Nachricht. Wenn die Videos online gehen, verpasst ihr nichts mehr. Ich würde mich sehr freuen, Leute. Und schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was euer bestes Pack war in FIFA 21. Schreibt es mal gerne unten rein. Ich bin gespannt, was ihr so gezogen habt. Und gucken, ob der ein oder andere schon den ein oder anderen saftigen Spieler am Start hatte. Checkt noch gerne meinen Shop aus. Gönnt euch die nice Designs. Schwarz, weiß, orange, blau, rot, grün. Die Camouflagefarben, Kissen, Tasten, Turmbeutel. Vieles mehr. Gratis Autogrammkarte zu eurer Bestellung dazu. Gönnt euch. Ich würde mich sehr freuen. Ihr unterstützt mich natürlich mit dem Kauf. Wäre sehr, sehr nice. Und nicht vergessen, checkt meine Songs aus, Leute. Till, sag ich schon. Spotify, iTunes, Amazon Music und Co. Überall heiße ich Till FIFA Gaming. Gerne reinhören. Ich würde mich sehr freuen. Hört auf Dauerschleife. Tag und Nacht. Und direkt schneidet ihr den Weekend League besser ab. Ich sag's euch, ihr kommt direkt Top 200. Ihr wollt die Spiele direkt schnell durchziehen, damit die Musik aus eurem Ohr verschwindet. Ich sag's euch, ja. Checkt's aus, Leute. Checkt die Alben aus, ja. Album ist online. Songs sind online. Spotify. Link ist in der Beschreibung. Oder wie gesagt, Till FIFA Gaming. Wir schauen ins Video. Bleibt bis zum Schluss dran. Let's go. So, Leute. Wir haben ein paar Packs. Let's go. Ich weiß gar nicht, was war das für ein Pack, Digga? Ein Silberspieler-Pack oder so. Komplett lost. Egal. Ich weiß gar nicht, ob ich es gerade aufgemacht habe. Das sieht man mal direkt. Let's go. Nächstes Pack. Wir haben noch hier diese Amazon Prime Packs, auch viel Bug, zwar glaube ich dabei, gerade Ehrenmann. Was ist das für ein Pack? 5 seltene Goldspieler, ein Spielerwahl? Enthält ein Spielerwahl? Achso, das ich wollte schon sagen, wo ist eigentlich das Spielerwahl-Pack, das ist da drin? Okay, schauen wir mal, let's go. Ich bin gespannt, Digga. Ich habe die damals davor gar nicht abgeholt, das ist das erste Mal, dass ich die mir überhaupt abgeholt habe, diese Prime Packs. Waren es nicht vor allem zwei, Digga? Eigentlich waren es zwei. Ey, ich hatte noch zwei ausstehen. Oder waren, das check ich jetzt gar nicht. Na gut, was soll's? Ach du Scheiße, Alter. Na gut, habe ich wie gesagt die Spieler gar nicht abgeholt. Hätte ich mal sparen können. Einer von 483 plus oder höher Spielerwahl. Okay, das ist nice, Digga. Das ist nice. Ich hab doch von zwei abgeholt, Digga. Wo ist das andere hin? Andere haben die wir einfach abgezogen. Keine Ahnung. Let's go. Come on. Ach mein Gott, Digga. Na gut, die immerhin. Na gut. Da habe ich mir ehrlich gesagt noch ein bisschen mehr erwartet. 85er Gudin. Ja. Ist in Ordnung. Kann man mitarbeiten, Digga. Ey, könnt mal reinschreiben, was hier aus diesen Amazon Prime Packs gezogen haben. Wie gesagt, ich glaube, das war jetzt Woche 6 und 7. Ich check's nicht ganz, weil ich eigentlich zwei hätte bekommen müssen, ja, meiner Meinung nach. Aber gut, vielleicht lade ich auch gerade krank. Könnt ihr reinschreiben. Und schreibt gerne rein, was ihr daraus gezogen habt. Ja, wie gesagt, ich habe davor nie abgeholt. Ja, gedacht, lohnt sich nicht, aber hätte ich mal besser gemacht. Na egal. Wir haben uns ein Spielerpack, zwei Stück, 85 Plus, Leute. Lasst ein Like da, Abo da, lasst ein Glocke aktivieren, Tick nicht einschalten. Bitte schreibt in die Kommentare, wie gesagt, gerne, was euer bester Spieler war, den ihr dieses Jahr gezogen habt. Team of the Season, das kann einiges werden. Deutschland, Linksverteidiger Philadelphia, der hat 99, okay. Ah, geht klar, Wagner, gut Karte, Digga. Stabile Karte, muss ich sagen. Stabile Karte, 40 Schuss. Gut, der ist nicht so stabil. Aber immerhin 89 Rated, von daher ganz stabil, saftiges Rating. Das muss man ja mal so sagen. Ja, das Rating ist saftig, das Rating ist sehr. Schau mal, was dahinter ist. Ich rechne eigentlich mit sehr, sehr wenig. Alles besser als ein 85er, bin ich zufrieden. Oh, Digga. Zweimal Team of the Season. Dinnerholm. 89, 88 rated. Das ist ein starkes Pack, Alter. Das ist ein starkes Pack. Dafür, dass zwei Spieler drin sind, die über 85 sind. In den schönsten Fällen zieht man zwei 85er. Und von daher bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Ich spiele bei, der spielt hier bei New York City. Na gut. Komm bei den SPC, wenn mal wieder eine saftige SPC rauskommt. Das geht auch an die Heliger. Aber. So, 84er Spielerwahlpack, Leute. Saftige Picks meistens. Meistens. Saftige Picks. Ich bin zufrieden, wenn es ein 87er, 88er Plus wird. Bin ich zufrieden. Alles andere wäre sehr, sehr schlecht. Corona am Start, Digga. Corona und Hummels, das wäre es natürlich gewesen. Bei Yindi haben wir auch noch am Start, aber Marcos Llorente ist natürlich der Beste. Ich habe schon Marcos Llorente gesehen, da wusste ich schon, okay, also schlechter kann es erstmal schon nicht werden. Ich bin erstmal zufrieden mit dem 89er Tots. Nehmen wir mit, gar keine Frage, kann man erstmal mit arbeiten. So. Dann der Rest kannst du frei aufspielen. Kennt ihr das? Wenn der erste schon guter ist, dann könnt ihr bei den letzten dreien frei aufspielen, weil ihr wisst, jetzt werdet ihr nicht komplett auseinandergenommen. Da kann man immer richtig schön frei aufspielen, ohne
ohne Struggle, Alter. Das sagt dich, Alter. Marcus Llorente ist nice für SBCs. Kranke Karte auch. Ich werde den aber direkt in der SBC packen, Alter. Da kenne ich gar nichts, Alter. Da kenne ich eiskalt gar nichts. Marcus Llorente. Kommt an den Start. Nicer Pick. Muss ich sagen. Also bis dann diese 84er Plus Packs, meiner Meinung nach Preis-Leistung die besten überhaupt in FIFA. Kann auch komplett lost werden. Ne? Okay, let's go, Leute. Wir öffnen es. Mané. Team of the Day hieß Bruno Fernandes, Salah, Reus, Ramos, Kimmich, Chiellini, Courtois. Okay, es gibt einige. Wie viele Walkouts gibt es insgesamt? Es gibt schon einige, ne? Muss man dazu sagen. Es gibt schon einige. Okay, Leute. 5x85 Plus. Nosepack, Leute. Die Nase ist Pack Lux. Muss ein Team auf die bringen. Komm mal, 3 zu 1. Bruder, let's go. Bitte, Bruder, bitte. Bitte, bitte, blau. Bitte, blau. Bitte, blau. Bitte, bitte. Bitte. Mann, Alter. Kann doch nicht wahr sein, Alter. Komm mal, Italien. Das kann schon nichts geben. ZM. Was ist das denn? Paris? Verratti wollte mich verarschen, Digga. 86. Oh mein Gott. Bruder. Der Typ hat 86, Alter. Der Typ hat 86. Oh, ey, was ist. Digga, du spielst 2 Stunden oder so für dieses. Du spielst 2 Stunden für dieses Pack. 2 Stunden spielst du für dieses Pack. 2 Stunden. Für Verratti, Bruder. Für Verratti. Der ist. Das Ding ist, wenn er wenigstens 89 hätte, 90, dann wäre er wenigstens fresh für irgendeine andere SBC. Aber der Typ hat 86. Das heißt, mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, dass alle anderen, die dahinter sind, die haben weniger. Alter. Das heißt, die haben entweder alle auch nur 86, aber ich gehe davon aus, dass hier wahrscheinlich noch 4 85er-Spieler dahinter sind. Also das ist eigentlich, ein schlechteres Pick kann man, glaube ich, gar nicht ziehen, ey. Es sei denn, da kommt noch ein 85er raus. Das wäre es dann komplett gewesen. Aber die Chance, ich bin mal gespannt, ob wir irgendwann aus diesen Packs, ich werde davon, denke ich mal, das eine oder andere machen, wenn wir irgendwann aus diesen Packs ein 85er ziehen, Digga, dann drehe ich durch, ey. Wir gucken, was dahinter ist. Let's go. Alter, Junge, Junge, Junge. 85er. Digga, nicht mal noch ein 86er. Nicht mal noch ein einziger 86er dahinter. Das ist so traurig. Junge, Verratti, Mahrez, Bonucci, Milinkovic und Sané. Sané ist auch gefühlt in jedem Pack drin von diesen 85er Packs. Also das war bislang das schlechteste Pack, was ich überhaupt gezogen habe. Von den 85er Packs. Ich weiß nicht, ob man das noch toppen kann. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es mal noch. Ich hab's gesagt. Ich habe gesagt, mit hoher Wahrscheinlichkeit sind da 4 85er drin. Ist natürlich auch so. Natürlich hätten jetzt auch noch 4 86er drin sein können. Dann wäre es fresh gewesen. Dann wären wenigstens vom Ding her 5 Walkouts in dem einen Pack gewesen. Aber, Digga. WTF, ey. Junge, Junge, Junge. Also das schlechteste Pack. Wir halten es. Wir haben es auf Video, das ist das schlechteste. Und auf Livestream, wir haben das schlechteste 85er Plus Pack, das wir bislang gezogen haben. Wir gucken mal, ich schwöre, ich hatte Leno, Werner, Parejo, Bonucci und Sané. Ja, okay, das ist noch schlechter. Na gut. Wir gucken mal, ob wir irgendwann noch ein schlechteres Pack ziehen, Alter. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Alter. Mann, ey, ist das alles möglich bei dem Game? Packen wir alles in